Du willst mit Fotos und Videos Geld verdienen, Kunden generieren und stehst vielleicht noch ganz am Anfang von deinem Business, dann bin ich mir sicher, dass du gerade deine Zeit verschwendest. Genau an diesem Punkt war ich selber vor 4 Jahren auch. Ich wusste nicht genau, wie das Ganze funktionieren soll und habe dieselben Fehler gemacht, dieselben Dinge gemacht, die viele Leute vor allen Dingen am Anfang von ihrem Business machen. Welche Punkte das konkret sind und warum sie noch nicht relevant für dich sind und was du anstelle davon machen solltest, erkläre ich dir jetzt in diesem Video. Mein Name ist Tobi Obermeier und ich habe in den letzten 4 Jahren meine eigene Videoproduktionsfirma aufgebaut und somit meine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Da ich, wie gesagt, selber vor 4 Jahren genau an dem Punkt war und ohne Vorwissen in dieses Business gestartet bin, aber einfach den großen Traum, das Ziel hatte, mit meinen Fotos und meinen Videos Geld zu verdienen, weiß ich eben genau, welche Dinge ich damals gemacht habe, die eigentlich mir überhaupt nichts gebracht haben. Und da ich auch inzwischen täglich mit vielen anderen Leuten spreche, die das Ganze aufbauen möchten und mit ihren Fotos und Videos Geld verdienen möchten, weiß ich ganz genau, welche Dinge das sind. Und wie gesagt, jetzt würde ich auch sagen, kommen wir direkt zum ersten Punkt. Fehler Nummer 1, den du auf jeden Fall noch nicht machen solltest, was aktuell überhaupt noch nicht relevant für dich ist, ist wirklich viel Zeit und Energie in deine Webseite zu stecken. Ich weiß, vor allen Dingen, wenn man am Anfang von seinem Business ist und noch nicht so viel Ahnung hat, denkt man, hey, man braucht unbedingt eine coole Webseite, wo man deine Arbeiten sieht und sieht, was du anbietest und so weiter. Aber letztendlich, ich kenne es selber, man steckt extrem viel Zeit rein und letztendlich bringt dir das Ganze nichts, weil einfach deine Webseite keiner sieht. Du schaltest hier noch keine Werbeanzeigen drauf, du hast noch nicht so eine große Reichweite, dass die Leute auf deine Landingpage, auf deine Webseite kommen. Somit, das ist wirklich der erste Punkt, was du aktuell nicht tun solltest, wo du wirklich einfach nur Zeit verschwendest. Punkt Nummer 2, worin du jetzt aktuell noch keine Zeit investieren solltest, ist wirklich dir extrem viel Gedanken darüber zu machen, wie du dein ganzes Business nennen möchtest und wie dein Logo aussehen soll. Genau das sehe ich immer wieder bei ganz vielen anderen Foto- und Videografen oder Leute, die mit ihrem Business eben Geld verdienen wollen, dass sie wirklich extrem viel Zeit und Energie auch in ihren Namen und in ihr Logo stecken. Das Ganze ist komplett irrelevant. Natürlich, man denkt vielleicht irgendwie, du brauchst einen coolen Firmennamen oder irgendwie ein cooles Logo, aber das ist komplett irrelevant, vor allen Dingen, wenn du am Anfang bist, weil sich deine potenziellen Kunden überhaupt nicht für den Namen von deiner Firma oder eben für dein Logo interessieren. Deswegen spar dir die Zeit und lass das Ganze erstmal gut sein. Punkt Nummer 3, in den du noch keine Zeit investieren solltest, ist wirklich Social Media Kanäle aufzubauen. Sprich, irgendwie einen Instagram-Account aufzubauen, eine Facebook-Seite, LinkedIn-Profil oder so. Weil hier ist es eben auch so, du musst hier extrem viel guten Content liefern und eben auch sehr viel Zeit rein investieren, dass du über Social Media passiv Kunden generierst. Wie gesagt, auch um deine ersten Kunden zu generieren, brauchst du irgendwie keinen krassen Instagram-Account, keine Facebook-Seite oder so. Deswegen diesen Punkt kannst du dir eigentlich am Anfang auch auf jeden Fall sparen. Man kann natürlich aktiv über Social Media Kunden generieren, aber eben nicht darüber, vor allen Dingen nicht am Anfang, wenn du einfach nur deinen Content postest, die Bilder, die du schon gemacht hast, die Videos, die du schon gemacht hast. Darüber wird nicht viel passieren. Es gibt hier andere Wege, wie man über Social Media Kunden gewinnen kann, aber wie gesagt, das Ganze ist noch nicht relevant für dich. Und die nächsten 2 Punkte sind jetzt keine konkreten Punkte, wo du Zeit verschwendest, aber 2 Fehler, die dich auf jeden Fall, vor allen Dingen, wenn du am Anfang stehst, davon abhalten, deine ersten Kunden zu gewinnen, dein erstes Geld mit Fotos und Videos zu verdienen. Und zwar ist es so, vielleicht traust du dich gerade einfach noch nicht, aktiv auf potenzielle Kunden zuzugehen. Und da wirst du auch extrem viel Umsatz auf der Strecke liegen lassen, weil du denkst jetzt vielleicht irgendwie, meine Arbeit ist noch nicht gut genug oder kann ich wirklich auch Ergebnisse liefern? Das ist aber kompletter Bullshit. Deswegen, wie gesagt, trau dich wirklich, geh auf potenzielle Kunden zu. Ein weiterer Fehler, den ganz viele am Anfang von ihrem Business machen, ist, dass sich Leute unter ihrem Wert verkaufen. Ich sehe es immer wieder ganz oft bei ganz vielen Leuten, die gerade ihr Business mit Fotos und Videos starten. Die verlangen wirklich für einen Fotoauftrag, eine Videoproduktion irgendwie 200, 300 Euro oder so. Und das Ganze ist wirklich deutlich unterm Wert. Dir muss bewusst sein, die Arbeit, die du deinen Kunden lieferst, bietet einfach einen extrem großen Mehrwert. Und deswegen ist eine Foto- oder Videoproduktion in den richtigen Bereichen, in den richtigen Branchen eben auch mal mindestens 2000 Euro und mehr wert. Und jetzt stellst du dir vielleicht natürlich auch die Frage, ja, okay, ist ja alles schön und gut, aber was sind jetzt die Punkte, die mich wirklich nach vorne bringen, die dich näher an dein Ziel bringen, wirklich Geld mit deinen Fotos und Videos zu verdienen? Und genau diese Punkte werde ich dir jetzt zeigen. Also anstelle deine Zeit zu verschwenden mit irgendeiner Webseite, mit irgendwelchen Logos, mit einem Namen oder so, solltest du folgende Dinge machen, dass du wirklich hochpreisige Kunden gewinnst und dir wirklich ein Business mit deinen Fotos und Videos aufbauen kannst und davon auch leben kannst. Das allererste, was du jetzt mal konkret machen solltest, ist, dass du rausfindest, wer ist deine Zielgruppe? Wer sind deine Zielkunden? Hierbei ist ganz wichtig zu beachten, welche Zielgruppe hat auch wirklich Geld, die wirklich bereit sind, hochpreisige Fotos und Videos in Anspruch zu nehmen und auch, wem kannst du helfen? Mach dich hier mal Gedanken, mit wem möchtest du zusammenarbeiten? Wer hat eben auch das Geld und wem kannst du wirklich mit deiner Arbeit weiterhelfen? Das können Branchen sein wie Ärzte, Handwerksunternehmen, Industrieunternehmen, Coaches, Berater, Agenturen und so weiter. Deswegen mach dich hier im allerersten Schritt mal Gedanken über deine Zielgruppe. Schreib dir das am besten mal irgendwie auf ein Blatt Papier auf. Und das wäre, wie gesagt, Punkt Nummer 1, den du machen solltest. Punkt Nummer 2, was du jetzt im nächsten
nächsten Schritt machen solltest, ist wirklich, dass du mal ein konkretes Angebot für deine Zielgruppe, die du eben definiert hast, entwickelst, was wirklich auch von der Zielgruppe benötigt wird. Das heißt, mach dir Gedanken, welche Probleme hat diese Zielgruppe und wie kannst du mit Fotos oder Videos dieses Problem lösen. Das heißt, mit deiner Arbeit verkaufst du dann keine Fotos oder Videos, sondern wirklich konkrete Ergebnisse und somit bekommst du so einen Expertenstatus, sage ich jetzt mal, bei deiner Zielgruppe, weil du ja derjenige bist, der sich nur damit auseinandersetzt und somit hast du direkt mehr Vertrauen eben bei deinen potenziellen Kunden, weil sie denken, okay, du hast dich nur auf dieses Thema spezialisiert und kannst ihnen genau bei diesem Problem eben auch helfen. Und somit kommen wir auch direkt zu Punkt Nummer 3, was irgendwie mit Punkt Nummer 2 in Verbindung steht. Und zwar musst du wirklich lernen oder musst du dir bewusst machen, dass du wirklich immer konkrete Ergebnisse verkaufst und nie wieder Fotos oder Videos. Das heißt, wie gesagt, mach dir wirklich Gedanken, okay, welche Probleme hat deine Zielgruppe und welche Lösung bietest du quasi an? Das sind so Sachen wie, lieferst du deinen Kunden mit deinen Fotos oder Videos mehr Neukunden, mehr Vertrauen bei deren Neukunden, bei potenziellen Kunden, lieferst du mehr Mitarbeiter, mehr Sichtbarkeit, mehr Reichweite. Genau diese Ergebnisse musst du eben in Zukunft lernen zu verkaufen. Also wie gesagt, du gehst nicht zu irgendeinem Kunden hin und verkaufst ihm schöne Fotos oder schöne Videos, sondern du findest sein Problem raus, siehst vielleicht, dass Unternehmen XY das Problem hat, Mitarbeiter zu gewinnen. Somit kannst du zum Beispiel ein Recruiting-Video anbieten oder Employer Branding-Fotos, um eben mehr Bewerber eben zu generieren. Wenn du diese drei Sachen jetzt eben mal rausgefunden hast, dir zusammengeschrieben hast, weißt, wer deine Zielgruppe ist, welche Probleme sie haben und eben welche Ergebnisse du eben auch lieferst, musst du jetzt rausfinden, wo hält sich deine Zielgruppe auf? Ist das Facebook, Instagram, LinkedIn oder vielleicht sogar in irgendwelchen Printmedien noch, wie Zeitung oder so? Das heißt, du findest raus, wo ist deine Zielgruppe und dann im nächsten Schritt gehst du wirklich aktiv dann auf diese Unternehmen zu. Hier ist es eben wichtig, dass du weißt, wo deine potenziellen Kunden sich aufhalten, dass du sie da eben auch ansprechen kannst. Und wenn du jetzt alle diese Punkte so umgesetzt hast, dann ist es jetzt im allerletzten Punkt wichtig, dass du wirklich lernst, wie du deine Arbeit richtig verkaufst. Viele Leute verbinden Verkaufen immer direkt mit irgendwas Negativem, aber das musst du direkt aus deinem Kopf eigentlich raus eliminieren, sage ich jetzt mal. Weil es ist einfach so, dir muss bewusst sein, du lieferst wirklich einen extremen Mehrwert und dadurch ist deine Arbeit eben auch wirklich was wert. Das heißt, keine 200, 300 Euro, sondern wie gesagt, mindestens mal 2000, 2500 Euro pro Auftrag. Und wenn du jetzt eben lernst, wie du richtig deine Arbeit deinem potenziellen Kunden gegenüber kommunizierst, wie du das Ganze richtig verkaufst, dann fällt es dir auch wirklich nicht schwer, 2000, 2500 Euro oder noch mehr für eine Produktion eben von deinen Kunden zu verlangen. Und ich weiß, das Ganze wirkt jetzt vielleicht gerade noch ein bisschen groß für dich, vielleicht wenn du gerade irgendwie dein Business gestartet hast oder so, nicht weißt, was ist deine Arbeit wert und so weiter, aber ich kann dir aus eigener Erfahrung, aus der Erfahrung von vielen Mentoring-Teilnehmern von mir berichten, dass Foto- und Videoproduktionen eben extrem viel wert sind und somit, wie gesagt, kannst du auch lernen, wie das Ganze funktioniert und eben hochpreisige Kunden abschließen. Wenn du genau dabei Hilfe brauchst, eben zu lernen, wie du mit Fotos und Videos dir ein Business aufbaust oder dein Business skalierst und mindestens konstant mal 10.000 Euro im Monat damit verdienen kannst, wo du diese Kunden findest, wie du eben richtig verkaufst und so weiter, dann check sehr gerne jetzt mal hier unten in der Beschreibung den allerersten Link ab. Hier kannst du dich nämlich für ein komplett kostenloses Erstgespräch mit mir persönlich eintragen, wo wir uns einfach mal deine konkrete Situation gerade anschauen, wo du stehst, wo du hin willst, was du vielleicht schon gemacht hast, was vielleicht nicht funktioniert hat und ich dir einfach mal so zeige, wo das Ganze eben für dich hingehen könnte, wie das Ganze ausschauen könnte. Deswegen, wie gesagt, check gerne einfach mal hier unten den Link ab, trag dich einmal kurz in ein paar Sekunden ein und dann freue ich mich, dich und dein Business schon bald ein bisschen näher kennenzulernen. Wenn du dir jetzt aber noch unsicher bist, ob du gut genug bist, ob deine Arbeit gut genug ist, dass Kunden auch bereit sind, dafür Geld auszugeben, viel Geld auszugeben, du nicht weißt, was konkret benötigst du dafür, was musst du können, was musst du nicht können, dann klick jetzt sehr gerne mal hier auf dieses Video, wo ich dir eben ganz genau zeige, was du alles nicht benötigst, um 100.000 Euro im Jahr mit Fotos und Videos zu verdienen. Und zudem zeige ich dir da nochmal ganz genau, was du alles dafür benötigst. Deswegen, wie gesagt, check dieses Video ab und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video.